Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, verehrte Gäste, wie soll sie aussehen, die Zukunft? Was bringt uns die Zukunft? Über solche Zukunftsfragen nachzudenken, erscheint vielen als vergeblich. Viel zu sehr bestimmen Sorgen und Ängste den Alltag. Die Angst vor Burnout, Mietsteigerung, Altersarmut wächst. Die Medien berichten von mehr Terror, mehr Kriegen, mehr Klimakatastrophen. Kein Wunder also, wenn viele von der Zukunft bestenfalls erhoffen, dass es für sie und ihre Kinder nicht schlechter wird. Für die obersten 10.000 ist solch eine Situation kein Problem. Denn wenn die Menschen von der Zukunft nichts erwarten, dann befördert das Lähmung und Rückzug von der Demokratie. Die oberen 10.000 nutzen diese Situation, um ihre Machtposition auszubauen. Und Angela Merkel hat sogar die Methode Passivierung zum Prinzip erhoben. Der Gestus lautet: Lehnt euch zurück, zieht euch zurück, wir machen das schon. Im Ergebnis stehen aber nicht die Interessen der vielen im Mittelpunkt, sondern die Interessen der Exportwirtschaft und ihrer Lobby. Und mit solch einer Situation können und wollen wir uns nicht abfinden. Wir können uns auch deshalb nicht damit abfinden, weil die neuen Rechten dabei sind, die Zukunftsängste zu missbrauchen, um gegen Minderheiten wie Muslime oder Flüchtlinge zu mobilisieren. Ja, Pegida, AfD und Co. wollen, dass das Treten nach unten zum Volkssport wird. Und es ist beschämend, wie sehr sie damit bis in die Mitte der Gesellschaft hinein Erfolg haben. Liebe Genossinnen und Genossen, um dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen, müssen wir die Kämpfe um die Zukunft wieder aufnehmen. Es kommt darauf an, einer besseren Zukunft zum Durchbruch zu verhelfen. Denn wir wollen Schluss machen mit dem Raubbau an Menschen, dem Raubbau an Natur. Wir wollen ein besseres Leben für alle auf diesem Planeten. Und damit knüpfen wir an einer alten Tradition, der Tradition der sozialistischen Arbeiterbewegung. Die Idee damals war ganz einfach. Diejenigen, die nicht die großen Machtressourcen haben, diejenigen, die tagtäglich Zukunftsängsten ausgesetzt sind, die schlossen sich zusammen. Sie kämpften für ein besseres Leben für ihre Kinder und für ihre Enkel. Nur gemeinsam konnten sie Fortschritte erzielen und nur gemeinsam konnten sie verhindern, dass die Mächtigen ihnen ihre Zukunft wieder klauen. Liebe Genossinnen und Genossen, wir müssen diese Idee heute wieder neu erfinden und neu zur Praxis werden lassen. Das Motto lautet ganz klar: Wir lassen uns die Zukunft nicht nehmen, wir erobern uns die Zukunft zurück. Und ein erster Schritt zur Aneignung der Zukunft besteht darüber, dass wir wieder offensiv über eine sozialistische Gesellschaft reden. Hand aufs Herz. Wie reden wir denn, wenn wir vom Sozialismus reden? Wenn? Entweder über was, was in der Vergangenheit mal versucht wurde, oder so, dass man das Gefühl hat, das Paradies, von dem der Pfarrer in der Predigt spricht, ist irgendwie realistischer und zeitnäher. Ich finde, hier muss sich etwas ändern. Ich bin es leid, über den Sozialismus immer nur in der Vergangenheitsform zu reden. Und deshalb haben wir auf der linken Woche der Zukunft die Debatten über die kommende Demokratie, den Sozialismus 2.0, angestoßen. 2.0 steht hier dafür, dass es Zeit für ein neues Betriebssystem ist. Ins Politische übersetzt: Wir wollen einen grundlegenden Pfadwechsel. Und das hört sich erstmal radikal an. Grundlegender Wechsel. Kaum ausgesprochen spürt man die zweifelnden Fragen im eigenen Kopf. Sollen wir uns nicht lieber erstmal um die naheliegenden Sorgen und Ängste kümmern? Diese Zweifel sind uns allen bekannt. Ich meine jedoch, wir brauchen die Perspektive einer ganz anderen Gesellschaft, weil der Kapitalismus diese Gesellschaft immer weiter in die Krise reintreibt. Und allein wenn wir die Klimakatastrophe beenden wollen, dann brauchen wir einen linken Neuanlauf. Sozialismus 2.0 meint zudem: Wir können nicht einfach mit Copy und Paste etwas, was bereits in der Vergangenheit probiert wurde, rüberkopieren. Die Vergangenheit,
Weder der real existiert habende Staatssozialismus noch die 70er Jahre der BRD sind eine Blaupause für uns. Denn der Sozialismus, den wir meinen, ist lustvoll, demokratisch, feministisch und ökologisch. Das heißt auch, wir können nicht einfach uns auf Pfade verlassen, die schon in Karten eingezeichnet sind. Wir müssen uns selber auf den Weg machen. Und deswegen sind Einstiegsprojekte, die im Hier und Heute deutlich machen, dass es ganz anders gehen kann, so wichtig. Wir leben in einer Welt, in der beständig der Profit gepredigt wird. Da ist es doch unglaublich ermutigend, dass trotzdem Formen solidarischer Ökonomie entstanden sind. Kooperative Projekte wie das Mietshäuser-Syndikat, Commons-Projekte wie Gemeinschaftsgärten oder gemeinsame Wissensproduktion im Netz, wo Menschen eine kooperative Praxis jenseits der Profitlogik entwickelt haben. Ja, hier und in den Kämpfen gegen Privatisierung stellt sich die Eigentumsfrage ganz konkret, und ich finde, diese Frage wollen wir auch stellen. Ein weiteres wichtiges Einstiegsprojekt sind die sozialen Garantien des Lebens für alle. Wir diskutieren ja noch, wie genau wir sie konzeptionell ausgestalten wollen, ob als Grundsicherung, Mindestsicherung oder als Grundeinkommen. Aber einig sind wir uns doch darin, dass Hartz IV abgeschafft gehört und dass wir für alle einen garantierten Schutz vor Armut haben wollen. Und das ist nicht nur eine soziale, sondern auch eine zutiefst demokratische Frage. Der französische Soziologe Pierre Bourdieu hat sich nämlich mit den Auswirkungen von sozialer Unsicherheit beschäftigt, und er kommt zu dem klaren Ergebnis: Es bedarf eines Minimums an Gestaltungsmacht über die Gegenwart, um überhaupt die Idee in Betracht zu ziehen, die Gegenwart unter Bezugnahme auf eine andere Zukunft umzugestalten. Zitat Ende. Wer also beständig unter Existenzangst leidet, der ist eben nur schwer für demokratische Teilhabe zu begeistern. Und die zunehmende Zahl von Nichtwählenden, gerade in sozialen Brennpunkten, ist ja ein Beleg dafür: Existenzangst fressen leider demokratische Seele auf. An die Adresse all jener, die so gerne das hohe Lied der Freiheit singen, rufen wir deshalb: Die Freiheit, die wir meinen, ist undenkbar ohne die sichere Freiheit von Existenzangst für jeden und jede. Eine wichtige Etappe in Richtung einer anderen Gesellschaft besteht in einer kulturellen Revolution in der Erwerbsarbeitswelt. Ja, wir brauchen kürzere Arbeitszeiten. Angesichts des technischen Fortschritts wären 20, 30 Stunden die Woche vollkommen ausreichend. Und es geht dabei nicht nur darum, einige Paragraphen im Arbeitsgesetz zu verändern. Es geht auch um einen neuen kulturellen Standard. Und zu diesem Standard gehört, dass Auszeiten, Sabbaticals, Bildungsurlaube zur Selbstverständlichkeit werden. Zu diesem Standard gehört, wie Frigga Haug immer so trefflich fordert, dass im Leben von Männern und Frauen gleichermaßen Zeit sein muss für Erwerbsarbeit, für Familie, Freunde, politische Einmischung und Muße. Kurzum, wir müssen raus aus der Burnout-Gesellschaft, die die Menschen und ihre Potenziale nur aussaugt und danach wegwirft. Das Hamsterrad hat ein für alle Mal ausgedient. Wir wollen Zeit fürs ganze Leben. Wisst ihr, in Zeiten steigender Fahrpreise mag die Forderung nach einem kostenfreien Bus- und Bahnverkehr oder einer Öffi-Flat, wie sie die Berliner Linke fordert, erstmal illusorisch erscheinen. Aber lassen wir uns nicht beirren. Angesichts des gesellschaftlichen Reichtums müsste es möglich sein, wichtige öffentliche Güter wie den öffentlichen Verkehr oder die Bildung allen kosten- und barrierefrei zur Verfügung zu stellen. Ja, die Zukunftswoche war ein Aufschlag. Nun können wir diese Debatten fortführen in den Ländern oder auf einem nächsten Zukunftskongress, vielleicht in 3 Jahren. Aber eines können wir schon mal festhalten: Wir nehmen die Kämpfe um die Zukunft auf. Und wenn es um die Zukunft dieser Gesellschaft geht, dann sind wir nicht bescheiden. Wir wollen einen grundlegenden Wechsel hin zu einer sozialistischen Gesellschaft. Und liebe Genossinnen und Genossen, dieser Aufbruch in Sozialismus 2.0 ist undenkbar ohne eine klare Friedenspolitik. Wir sind die einzige im Bundestag vertretene Partei, die immer verlässlich Nein zu Krieg gesagt hat.
Daraus erwächst eine enorme gesellschaftliche Verantwortung für den Antimilitarismus. Man stelle sich nur mal das Unvorstellbare vor. Auf uns wäre diesbezüglich kein Verlass mehr. Dann wäre der Antimilitarismus parteipolitisch heimatlos in diesem Land und die Falken, also die Kräfte, die auf Militarisierung setzen, hätten enormen Aufwind. Auch deshalb ist unser konsequentes Nein zu Krieg die entscheidende Grundlage für unseren Einsatz für eine friedliche Welt. Und gerade weil wir eine solche Verantwortung für den Antimilitarismus haben, kritisieren wir alle Kräfte, die auf Militarisierung setzen. Und das ganz unabhängig davon, ob es sich um die NATO, die Bundesregierung, die EU oder Russland handelt. Wir sagen verlässlich und konsequent Nein zu Krieg und Militarismus. Hier lassen wir keine Zweideutigkeiten zu. Liebe Genossinnen und Genossen, vor einigen Wochen fand der 70. Jahrestag der Befreiung von faschistischer Barbarei statt. Und wenn wir nur mal vergleichen, mit wie viel Einsatz die historischen Jubiläen im letzten Jahr von Seiten der Bundesregierung begangen wurden, so muss man doch sagen, dieses Jubiläum wurde von Seiten der Bundesregierung mit auffallender Lieblosigkeit abgehandelt. Dabei gilt es, den 8. Mai zu nutzen für gemeinsames Erinnern, um gemeinsam zu beraten, was im eigenen Land zu tun ist gegen Neonazis. Und wenn wir uns anschauen, mit welcher Unverfrorenheit die alten und neuen Nazis wieder gegen Demokratinnen und Demokraten vorgehen, so wissen wir, es gibt viel zu tun in diesem Land. Schauen wir uns nur mal beispielhaft an, was gerade in Nauen passiert. Kommunalpolitikerinnen werden dort seit Wochen schikaniert und bedroht, einfach weil sie sich für Weltoffenheit aussprechen. Liebe Genossinnen und Genossen in Nauen und in allen anderen Orten, wo ihr bedroht werdet von Nazis, wir senden euch von diesem Parteitag aus solidarische Grüße und Respekt, dass ihr euch nicht einschüchtern lasst. Wir stehen an eurer Seite. Auch weil die braunen Banden vielerorts mit besonderer Unverfrorenheit auftreten, meine ich, wir brauchen mehr Räume zum kollektiven Erinnern. Und deshalb, auch deshalb hatten wir vorgeschlagen, den 8. März bundesweit zu einem gesetzlichen Gedenk- und Feiertag zu heben. Ich finde, das wäre das passende Statement zu 70 Jahre. 8. Mai, Entschuldigung. 8. März nehmen wir auch, aber 8. Mai soll das jetzt sein, ja. Doch stattdessen wurde auch dieses Jubiläum genutzt, um einseitige Schuldzuweisungen am Ukraine-Konflikt zu platzieren. Nun kann man geteilter Meinung darüber sein, zu wie viel Prozent auch Russland an der Eskalation in der Ukraine beteiligt ist. Wer aber über die Ursachen des Ukraine-Konfliktes redet und meint, er ließe sich allein dadurch erklären, dass man mit den Fingern nur auf Putin und Russland zeigt, der wird gewaltig. Wer über die Ursachen des Ukraine-Konfliktes redet, darf von den eskalierenden Schritten der NATO, der EU nicht schweigen. Und ich finde, man muss kein Russlandversteher sein, um eins klar zu haben. Aus deutscher Sicht ist der 9. Mai der ungeeignetste Tag für Belehrung. An diesem Tag gibt es gegenüber allen Alliierten von unserer Seite aus nur eins zu sagen. Dankeschön, merci, spasibo bolshoje, thank you. Die SPD erzählt ja gerne, wegen der Außenpolitik käme es nie zu Rot-Rot-Grün. Aber das erzählen sie nur, weil sie die Umverteilung des Reichtums längst aufgegeben haben. Selbst die Vermögenssteuer hat Sigmar Gabriel inzwischen zu Grabe getragen. Ihr Umkippen bei der Vorratsdatenspeicherung zeigt, auch in puncto Verteidigung der Bürgerrechte ist nicht zu erwarten. Und als das Tarifeinheitsgesetz, also der Angriff auf das Streikrecht im Bundestag, verabschiedet wurde, gab es sogar aus den Reihen der Union mehr Gegenstimmen als bei der SPD. Ich finde, das sagt viel über die sozialpolitische Entkernung der SPD im Bundestag. Liebe Genossinnen und Genossen, das Jahr 2017 rückt näher.
Und das Medieninteresse an gegensätzlichen Äußerungen zu dieser Frage in unseren Reihen wächst natürlich. Nur neigen einige bei uns dazu, diese Frage recht schnell mit Ja oder recht schnell mit Nein zu beantworten. Aber unser Programm, unser Diskussionsstand ist so viel klüger als diese triviale Ja-Nein-Frage. Schließlich lautet unser Motto schlichtweg und ergreifend: Wie können wir das größtmögliche Maß an gesellschaftlicher Verbesserung durchsetzen? Und diese Frage kann man nicht abstrakt, sondern muss man konkret beantworten. Ja, wir wollen die Machtfrage stellen, aber wir wollen sie wirklich stellen. Und das heißt, wir wollen sie anhand von inhaltlichen Kriterien stellen. Und dabei haben wir uns darauf geeinigt, dass es Dinge gibt, die wir auf keinen Fall machen. Nämlich Ja zu Kriegseinsätzen sagen, Ja zu Privatisierung oder zu Sozialkürzungen sagen. Und es gibt Fortschritte, die wir auf jeden Fall erreichen wollen. Zum Beispiel gute Arbeit ohne sachgrundlose Befristung, ein Ende des Hartz-IV-Sanktionssystems, die solidarische Bürgerinnenversicherung, Umverteilung von privat zu öffentlich und einen humaneren Umgang mit Flüchtlingen. Also nutzen wir doch jede Medienanfrage zu dem Thema Rot-Rot-Grün, um unsere Inhalte stark zu machen. Wir haben keinen Grund, uns verschämt am Boden zu wälzen. Wir haben tolle Projekte, die diese Gesellschaft voranbringen, und die machen wir stark, ob egal, ob wir in Regierung oder in Opposition sind. Im Bundestag beweisen wir seit vielen Jahren, dass man in der Opposition Konkretes bewirken kann. Aufklärung über Machenschaften der Rüstungslobby, der Geheimdienste, Kinder in Hartz-IV-Familien dürfen mehr von ihrem Ferienjob Geld behalten, Einführung des Mindestlohnes und so weiter. Unsere Bilanz kann sich sehen lassen. Und ein Blick nach Thüringen zeigt, wir können auch Ministerpräsident, wir können MP. Wir haben uns ja schon daran gewöhnt, dass es nun einen linken Ministerpräsidenten gibt. Nur noch mal zur Erinnerung, das war nicht immer so. Und für manchen Konservativen ist am Tag von Bodos Wahl wirklich eine Welt zusammengebrochen. Und damit nicht genug, die Linken setzen in Thüringen auch noch Signale, dass man Sachen ganz anders angehen kann. Ich sage nur Winterabschiebestopp, Abschaffung der V-Leute. Und ob die Thüringer Bratwurst wirklich so lecker ist, das vermag ich als Vegetarierin nicht wirklich einzuschätzen. Aber eins muss ich sagen, Bodo, anhand dieser Wurst zu erklären, wie wichtig es ist, das TTIP zu stoppen, das war genial. Zumindest in Thüringen. Liebe Susanne, lieber Bodo, liebe Thüringer Linke, ihr macht das verdammt gut. Wir wünschen euch viel Energie, um auch die weiteren Herausforderungen zu meistern. Und an die Adresse von Wulff sage ich, lieber Wulff, ich hoffe, wir wiederholen das 2016 in Sachsen-Anhalt. Auch im Westen haben wir in diesem Jahr tolle Erfolge gefeiert. In Hamburg und Bremen haben wir sehr gute Ergebnisse hingelegt. Wir haben bei jungen Leuten besonders gut abgeschnitten. In Hamburg-St. Pauli haben wir sogar gezeigt, wir können auch im Westen stärkste Partei. Liebe Genossinnen und Genossen aus dem Norden, und stellvertretend für die vielen Wahlkämpfenden, liebe Christina, liebe Dora, vielen Dank für euren engagierten Einsatz. Die tollen Wahlergebnisse, die wir auch euch verdanken, sind ein guter Rückenwind für die Landtagswahlen 2016. Liebe Genossinnen und Genossen, die Kämpfe um die Zukunft, von denen ich eingangs sprach, werden nicht im luftleeren Raum geführt. Sie sind eng verbunden mit dem aktuellen Ring um die Ausrichtung Europas. Und um den Zustand Europas zu schreiben, gibt es ja aus linker Sicht zwei Zugänge. Entweder man berichtet über die Machenschaften der EU-Eliten, diese Berichte führen meistens zu Wut und Ärger. Oder man berichtet von den Menschen, die sich wehren, von Mut und Kreativität, die aus Verzweiflung erwachsen. Und dieser Mut reicht weit über die üblich Verdächtigen hinaus. Ich will mal nur ein Beispiel aus Griechenland berichten. Im Zuge des Troika-Diktates wurde in Griechenland ein Fernsehsender geschlossen. Die Beschäftigten ließen sich aber dadurch nicht beirren, sondern besetzten einfach ihren Sender. Sie sendeten weiter als Piratensender, bis zur Stürmung durch die Polizei, damals unter einem sozialdemokratischen Präsidenten. Inzwischen hat die Syriza-Regierung klar beschlossen, dass dieser Sender wieder eröffnet wird. Hier zeigt sich, es geht auch anders in Europa.
Nun mündet nicht jeder Bericht von Widerstand automatisch in eine Erfolgsstory. Aber ich finde, dieser Zugang zeigt uns eins. Wir sind nicht alleine, wir sind viele und das macht Mut. Nicht nur in Südeuropa haben Menschen gegen die Kürzungspolitik protestiert. Auch in Deutschland kamen zu Blockupy 20.000 Menschen nach Frankfurt. Anlässlich des G7-Gipfels demonstrierten 40.000 gegen Militarisierung, gegen Überwachung und gegen Sozialkahlschlag. Auch die vielfältigen Streiks sind ein Ausdruck für eine neue Widerständigkeit in diesem Land. Und in diesen Protesten erklingt eine neue Melodie. Eine Melodie, die die Verhältnisse zum Tanzen bringen will. Die Melodie der kommenden Demokratie. Ihre Botschaft lautet: Veränderung liegt in der Luft und das macht den Herrschenden Angst. Noch sitzen die Eliten in Europa fest im Sattel. Doch das, liebe Genossinnen und Genossen, das muss nicht so bleiben. Und dazu braucht Europa eine linke, europaweite Opposition gegen die herrschende Krisenpolitik. Und diese Opposition ist dabei, sich zu bilden. Sie bildet sich auf den Plätzen und Straßen Europas. Sie findet ihren Ausdruck auch in der neuen griechischen Regierung oder in der spanischen Partei Podemos. Und dieser Aufbruch in Europa wird getragen von einer jungen, durch und durch europäischen Generation, die sich diesen Kontinent und ihre Zukunft nicht nehmen lassen will. Und wir sind Teil dieser europaweiten Opposition und darauf können wir stolz sein. Wie nötig die Opposition in Europa ist, zeigt sich auch am TTIP-Abkommen. Ihr wisst, bei diesem Abkommen zwischen EU und USA soll es darum gehen, dass Investoren künftig davor geschützt werden, dass ihre Gewinnerwartungen womöglich durch demokratische Entscheidungen, zum Beispiel höhere Sozial- oder höhere Umweltstandards, geschmälert werden. Zum Glück gibt es dagegen einen breiten Widerstand. Und dieser Widerstand reicht vom Umweltaktivisten, der keine Chlorhühnchen will, über die Gewerkschafterin, die weiß, dass mit TTIP Rekommunalisierung schwer wird, bis hin zur Linksradikalen, die im TTIP eine Art Wirtschaftsnato sieht. Und kürzlich beim Treffen mit dem Deutschen Musikrat wurde sehr nachdrücklich gesagt, dass auch viele Kulturschaffende leidenschaftlich gegen dieses Abkommen kämpfen. Ihr Argument lautet: Bei den TTIP-Verhandlungen wird Kultur allein als Ware betrachtet. Ja, das bringt es auf den Punkt. Solche Abkommen wollen alles zur Ware degradieren. Die Demokratie wird dabei zum Kollateralopfer. Auch so wird die Zukunft verstellt. Wir aber wollen die Weichen in Richtung einer ganz anderen Zukunft stellen. Und deswegen müssen wir Abkommen wie das TTIP stoppen, denn die Welt ist keine Ware und unsere Zukunft erst recht nicht. Und hier kommt jetzt die Europäische Linke ins Spiel. Es gibt die realistische Möglichkeit, das TTIP zu stoppen. Alexis Tsipras hat sehr klar gemacht: So wie es ist, werden Sie TTIP nicht zustimmen. Das heißt, solange wir in Griechenland eine Syriza-Regierung haben, gibt es im EU-Rat eine verlässliche Stimme der TTIP-Kritik. Wahrscheinlich ist das genau ein Grund, warum die EU-Kaste alles, aber auch alles versucht, damit der Politikwechsel in Europa scheitert. Zudem können wir das TTIP, wenn es als gemischtes Verfahren anerkannt wird, im Bundesrat stoppen. Es gäbe dort theoretisch eine rot-rot-grüne Verhinderungsmehrheit. Und deshalb sage ich ganz klar in Richtung SPD und Grüne: Beim TTIP müsst ihr nicht auf Zugeständnisse der CDU warten. Ihr könnt hier gemeinsam mit uns diesen fundamentalen Angriff auf die Demokratie stoppen. Insofern ist das Abstimmungsverhalten von SPD und Grünen im Bundesrat beim TTIP ein klarer Lackmustest, ob von Ihnen überhaupt noch was in puncto Politikwechsel zu erwarten ist. Wer beim TTIP einknickt, von dem ist in puncto sozial-ökologischer Umbau in Europa bestimmt nicht viel zu erwarten. Liebe Genossinnen und Genossen, bezeichnend für den Zustand Europas ist auch der Umgang mit Flüchtlingen. Eigentlich müssten doch die erschreckenden Bilder über das Massensterben Grund genug sein für einen Politikwechsel Richtung menschlicheren Umgang. Aber nicht so die EU-Eliten.
Sie nehmen das zum Anlass, um nun sogar militärisch gegen Fluchthelfer vorzugehen. Anstatt die Ursachen von Flucht zu bekämpfen, wird faktisch der Krieg gegen Flüchtlinge ausgerufen. Das ist sowas von beschämend. Doch es gibt auch positive Beispiele, konkreter Flüchtlingshilfe und gelebter Willkommenskultur. Ich denke da nur an Fußballvereine wie den SV Babelsberg, der einen ersten Flüchtlingsmannschaft ins Leben gerufen hat und sogar Fans hier hat. Oder an die Initiative der linken Sozialministerin in Thüringen und Brandenburg, unter anderem für eine Gesundheitskarte für Flüchtlinge. Oder an den Schülerinnenstreik. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Junge Menschen, die in Zeiten der Entpolitisierung aufgewachsen sind, ergreifen wieder öffentlich Partei, und das für Flüchtlinge, das macht Mut. Liebe Genossinnen und Genossen, angesichts dieser Entwicklung wollen wir den 20. Juni nutzen, den Weltflüchtlingstag, um ein Zeichen zu setzen. Wir laden ein, nach Berlin zu kommen. Ab 13 Uhr beginnt am O-Platz, das ist der Platz der zentralen Flüchtlingskämpfe in Berlin, das Sammeln. Von dort aus startet dann die Demo unter dem Motto Europa anders machen, und sie mündet vom Brandenburger Tor, wo ein großartiges Konzert zum Weltflüchtlingstag stattfindet. Und in dem Aufruf der Demo heißt es: Zu lange sah es aus, als wären wir einverstanden. Am 20. Juni übernehmen wir Verantwortung. Zeitgleich zu Demonstrationen in Rom, London und Brüssel wollen wir ein Zeichen senden. Also, liebe Genossinnen und Genossen, am 20. Juni ist Berlin der Platz, an dem wir der Regierung zeigen, wir sind nicht einverstanden mit eurer Europapolitik. Ihr sprecht nicht in unseren Namen. Der 20. Juni ist nicht nur der Weltflüchtlingstag, sondern auch, steht auch im Zeichen der Griechenland-Solidaritätswoche. Ständig hört man, Griechenland müsse sich bewegen und mehr Reformbereitschaft zeigen. Ich kann das nicht mehr hören, das ist sowas von verlogen. Denn die neue Regierung hat sehr wohl konkrete Maßnahmen für mehr Steuergerechtigkeit in die Wege geleitet. Nur ein Beispiel zu nennen: Sie haben ein Gesetz in die Wege gebracht, wonach undeklarierte Guthaben natürlich rückwirkend besteuert werden. Aber wenn die EU-Eliten von Reformen reden, dann meinen sie eben nicht mehr Steuergerechtigkeit, sie meinen das neoliberale Dreieck aus Privatisierung, Sozialkürzung und mehr Entlassung. Aber glaubt denn ernsthaft jemand, mehr Entlassung würden Griechenland voranbringen? Wenn es an etwas in Griechenland keinen Mangel gibt, dann ja wohl jetzt schon an hohen Arbeitslosenzahlen. Es geht doch um was anderes. Die EU-Eliten wollen an Griechenland ein Exempel statuieren. Sie meinen, es gibt nur den strikt neoliberalen Kurs, und davon wollen sie keine Abweichung zulassen. Es geht also nicht nur um Griechenland, sondern es geht um die Frage, ob Europa demokratisch genug ist, überhaupt noch Alternativen zum Neoliberalismus zuzulassen. Ja, Alexis Tsipras, Yannis Varoufakis, all unsere Freundinnen und Freunde von Syriza führen einen Kampf, der gleichermaßen unser Kampf ist. Und sie nehmen dabei viele Entbehrungen auf sich. Und damit meine ich nicht nur einen chronischen Mangel an Schlaf seit ihrer Wahl. Es ist also nicht nur eine Frage der Ehre, es ist auch eine Frage der Solidarität, dass wir sie bei diesem Kampf nicht alleine lassen. Bei der Auseinandersetzung um die Zukunft Europas müssen wir runter vom Sofa, raus aus der Zuschauerrolle, raus auf die Straße, müssen Druck ausüben gegenüber der Bundesregierung. Nun wird ja über ein drittes Griechenland-Paket spekuliert. Falls, ich betone, falls es dazu kommen wird, werden wir auch unter uns diskutieren, wie der angemessene Umgang damit ist. Aber egal, wie wir diese Frage am Ende mehrheitlich entscheiden, das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass wir uns im Folgenden einig sind. Die Bundesregierung, die in der EU eine enorme Macht hat, beharrt weiter auf dem unsozialen Kürzungskurs. Und damit sind wir nicht einverstanden. Wir sind uns einig darin, dass Schäuble, Merkel, Gabriel das Trio Infernale Europa nicht voranbringen wird. Ein Europa, das uns begeistert, geht anders. Ein Europa, das uns begeistert, ist ein Europa
ohne Massensterben an der Außengrenze, ohne TTIP und ohne Sozialkürzung. Unser Europa wäre ein solidarisches Europa. Liebe Genossinnen und Genossen, bei all diesen Auseinandersetzungen geht es nicht nur um die Gegenwart, es geht auch um die Zukunft. Denn wie diese aussieht, entscheidet sich nicht erst morgen, sondern heute. Gegen die organisierte Traurigkeit des Krisenkapitalismus war die linke Wette immer, dass es die Menschen selber sind, die gemeinsam die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern können, dass es die Menschen selber sind, die gemeinsam ihre Zukunft in die Hand nehmen können. Beweisen wir es jetzt. Wir lassen uns unsere Zukunft nicht klauen. Wir erobern sie zurück. Vielen Dank.